Hallo, in diesem Video setzen wir Sein und Haben ein. Lesen wir die Sätze. Ich, dich gestern gesehen. Wohin, du gegangen. Kurz nachdem ich dir begegnet, ich leer getroffen. Wir, uns unterhalten und in einem Café geblieben und uns amüsiert. Setzen wir ein. Ich habe dich gestern gesehen. Wohin bist du gegangen? Kurz nachdem ich dir begegnet bin, habe ich Lea getroffen. Wir haben uns unterhalten und sind in einem Café geblieben und haben uns amüsiert. Und jetzt noch einmal. Ich habe dich gestern gesehen. Wohin bist du gegangen? Kurz nachdem ich dir begegnet bin, habe ich Lea getroffen. Wir haben uns unterhalten und sind in einem Café geblieben und haben uns amüsiert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Tag an und was wir da so machen. Zuerst die Sätze. Geht, hier brauchen wir eine Endung, morgen geht er, 6.30 Uhr, Haus. Er ist meist, etwas, Eile. Aber er ist nie, spät, bis, Haltestelle, braucht er nicht, lange, gehen. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A, zum, B, aus, C, die, D, dem, E, zu, F, zur, G, in, H, nichts, I, en und J, ens. Setzen wir ein. Jeden Morgen, Akkusativ, geht er um 6.30 Uhr aus dem Haus, Dativ. Jeden Morgen geht er um 6.30 Uhr aus dem Haus. Er ist meistens
Etwas in Eile. Aber er ist nie zu spät. Er ist meistens etwas in Eile, aber er ist nie zu spät. Meistens ist ein Adverb. Bis zur Haltestelle, Dativ. Braucht er nicht zu lange zu gehen. Bis zur Haltestelle braucht er nicht zu lange zu gehen. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Jeden Morgen geht er um 6.30 Uhr aus dem Haus. Er ist meistens etwas in Eile, aber er ist nie zu spät. Bis zur Haltestelle braucht er nicht zu lange zu gehen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die vier Fragen wer, wen, wem und wessen an. Wer steht im Nominativ, wen im Akkusativ, wem im Dativ und wessen im Genitiv. Und jetzt zu den Sätzen. Punkt, 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 kommt mit. Punkt, 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 Stift ist das. Punkt, 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 hat dich angerufen. Punkt, 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 hast du geschrieben? Punkt, 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 hast du es geschickt? Punkt, 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 fehlt dir? Punkt, 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 fehlst du? Punkt, 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 hast du besucht? Und Punkt, 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 sucht dich. Setzen wir ein. Wer kommt mit? Wer Nominativ? Wessen Stift ist das? Wessen Genitiv? Wer hat dich angerufen? Wer Nominativ? Wem hast du geschrieben? Wem Dativ? Wem hast du es geschickt? Wem Dativ? Wer fehlt dir? Wer Nominativ? Wem fehlst du? Wem Dativ? Wen hast du besucht? Wen Akkusativ? Wer sucht dich? Wer Nominativ? Und jetzt noch einmal alle Sätze. Wer kommt mit? Wessen Stift ist das? Wer hat dich angerufen? Wem hast du geschrieben? Wem hast du es geschickt?
Wer fehlt dir? Wem fehlst du? Wen hast du besucht? Und wer sucht dich? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Jetzt ist hoffentlich alles klar mit wer, wen, wem und wessen. Wenn das so ist, teilt es und gebt mir ein Like. Bis dann, tschüss. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Jetzt kommt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns an, wie man das Land Somalia und die dazu passenden Präpositionen verwendet. Zuerst die Sätze. Wo kommen Sie? Somalia. Wo leben Sie? Somalia. Wo reisen Sie? Somalia. Ich spreche Somali oder Somalisch. Setzen wir ein. Die Lösungsmöglichkeiten sind A. Indi, B. Nichts, C. Aus, D. Nach, E. Her, F. In und G. Hin. Woher kommen Sie? Aus Somalia. Wo leben Sie? In Somalia. Wohin reisen Sie? Nach Somalia. Ich spreche Somali oder Somalisch. Und noch einmal, woher kommen Sie? Aus Somalia. Wo leben Sie? In Somalia. Wohin reisen Sie? Nach Somalia. Ich spreche Somali oder Somalisch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video setzen wir Präpositionen ein. Zuerst die Sätze. Ich gehe erst mir Hause. Dann komme ich dir. Ich bin mir Hause. Soll ich etwas mitbringen? Nein, das brauchst du nicht, tun. Ich habe nicht viel, tun und gehe, Bäcker. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Zu, B. Zum, C. Nach, D. Bei und E. Nichts. Setzen wir ein. Ich gehe zuerst zu mir nach Hause. Ich gehe zuerst zu mir nach Hause. Dann komme ich zu dir. Ich gehe zuerst zu mir nach Hause, dann komme ich zu dir. Ich bin bei mir zu Hause. Soll ich etwas mitbringen? Nein, das brauchst du nicht zu tun. Dieses zu ist ein Infinitiv zu. Ich habe nicht viel zu tun. Ein weiteres Infinitiv zu. Und gehe zum Bäcker. Ich habe nicht viel zu tun und gehe zum Bäcker. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Ich gehe zuerst zu mir nach Hause, dann komme ich zu dir. Ich bin bei mir zu Hause. Soll ich etwas mitbringen? Nein, das brauchst du nicht zu tun. Ich habe nicht viel zu tun und gehe zum Bäcker. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten für die Fragewörter: wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv. Zuerst die Sätze. Hat das gesagt. Über spricht er immer. Von hast du das? An
Punkt, 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 erinnert dich das? Für, Punkt, 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 hast du dich entschieden? Mit, Punkt, 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 möchtest du verreisen? Setzen wir ein. Wer hat das gesagt? Nominativ. Über wen spricht er immer? Wen? Akkusativ. Von wem hast du das? Wem? Dativ. An wen erinnert dich das? Wen? Akkusativ. Für wen hast du dich entschieden? Wen? Akkusativ. Mit wem möchtest du verreisen? Wem? Dativ. Und noch einmal alle Fragen. Wer hat das gesagt? Über wen spricht er immer? Von wem hast du das? An wen erinnert dich das? Für wen hast du dich entschieden? Mit wem möchtest du verreisen? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung. Ciao!